Ein Gebet des Volkes um Gottes Eingreifen aus Jesaja 63 und 64. Ich denke an die Taten des Herrn, die seinen Ruhm verkünden, an die Beweise seiner Güte, die er Israel gegeben hat, damals in alten Zeiten. Unermesslich reich ist der Herr an Liebe und Erbarmen. Er sagte zu sich: Mein Volk sind sie, meine Kinder, die mich nicht enttäuschen werden. Darum ist er ihnen zu Hilfe gekommen. Er hat seinen Engel gesandt und unserer Not ein Ende gemacht, denn unsere Bedrängnis machte ihm selber Not. Er war so voller Liebe und Erbarmen zu uns und hat uns immer wieder gerettet. Wie ein Vater hat er sich um uns gekümmert in vielen Generationen. Doch wir lehnten uns gegen ihn auf und kränkten seinen Heiligen Geist. So machten wir ihn zu unserem Feind. Er selbst kämpfte gegen sein Volk. So dachten wir voll Sehnsucht an die alte Zeit, als noch Mose in unserer Mitte war. Wo ist der Gott, so klagten wir, der einst den großen Hirten seiner Herde aus dem Wasser des Nilstroms gerettet hat? Wo ist der Gott, der Mose ausgerüstet hat, der seinen Heiligen Geist auf ihn gelegt hat und ihn beistand mit seinem mächtigen Arm? Der Gott, der das Meer zerteilte vor seinem Volk, damit sein großer Name gepriesen werde in alle Ewigkeit. Ja, Herr, so hast du dein Volk geleitet, damit ein herrlicher Name gepriesen wird. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnste Erwartung übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Amen.